Hallo und herzlich willkommen zu Arthur. Heute vom 23. Wave Gothic Treffen, dem weltgrößten Treffen der schwarzen Szene hier in Leipzig. Ich bin Wiebke Binder und ich nehme Sie jetzt mit auf eine Reise ins Dunkel. Zu Pfingsten trägt man in Leipzig also schwarz. Die Farbe, die eigentlich gar keine ist. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Das sieht mir nämlich ziemlich danach aus, als lebten hier an einem Wochenende alle ihre geheimen Vorlieben aus. Faszinierend sind sie ja schon, die Gestalten der Nacht. Genau wie ihre Facetten. Sie nennen sich Schwarzromantiker, Schwarzkittel, Goten oder Steampunks. Eine ziemlich bunte Mischung dafür, dass man immer nur von einer schwarzen Szene spricht. Stellt sich bloß die Frage, was verbindet all diese rätselhaften Wesen und wo kommen die bloß alle her? Wann genau die schwarze Szene ihren Anfang nimmt, darüber wird bis heute spekuliert. Sicher ist nur, hier hat sie ihren Ursprung. In der wilden, ungestümen Punk-Bewegung im England der ausklingenden 70s. Bands wie die Sex Pistols bestimmen das Lebensgefühl der Kids. Und das heißt No Future, keine Zukunft. Doch mit dem Abebben der ersten Welle revoltierender Punks beginnt eine neue Jugendbewegung, New Wave. Sie und den Punk verbindet das Gefühl von gesellschaftlicher Perspektivlosigkeit. Doch die Szene sucht nach einem neuen, alternativen Lebensgefühl und findet es Anfang der 80er Jahre im legendären Londoner Club Bad Cave, in der Fledermaushöhle. Zunächst noch Pilgerstätte für Subkulturen vieler Art, wird das Bad Cave bald zum symbolischen Geburtsort einer Szene, die ihren Zorn und Weltschmerz nicht länger lauthals herausschreit, sondern ihn vielmehr im Inneren zelebriert. Die Geburt des Goth. Sie sind die Kinder der Nacht. Sie feiern die Melancholie und die Dunkelheit. Und neue musikalische Ikonen liefern den düsteren Soundtrack. Rockmusik voll stilisiertem Grusel, Traurigkeit und Depression. Leichenblässe, dunkle Gewänder und okkulte Symbole. Die Szene romantisiert den Tod und die Vergänglichkeit, trifft sich in Kirchgemäuern und auf Friedhöfen. Die Stigmatisierung durch die breite Masse lässt nicht lange auf sich warten. Teufelsanbetung und Leichenschändung sind die Vorurteile, mit denen die Szene fortan konfrontiert wird. Aber das ist alles Schnee von gestern. Beim Wave-Gothic-Treffen will sich niemand umbringen oder auffressen. Hier geht es um ein gemeinsames Lebensgefühl. Und überhaupt, alles erinnert vielmehr an eine ziemlich schräge Familienfeier. Und genau das ist es auch. Ohne das Wave-Gothic-Treffen hier in Leipzig wäre die schwarze Szene wahrscheinlich nicht mehr das gleiche, wie sie in den 80ern war. Vielleicht ist sie das auch nicht mehr unbedingt. Aber was steckt hinter dieser auffälligen Fassade und was ist eigentlich das Lebensgefühl? Bevor wir uns jetzt selber irgendwelche Gedanken machen, fragen wir einfach einen echten Szene-Experten, Alexander Nym. Hallo. Hi. Du bist Buchautor, du bist Szene-Kenner. Schillerndes Dunkel ist dein quasi Standardwerk zur schwarzen Szene. Jetzt riecht sie überall in Leipzig nach Patchouli. Ich glaube, das ist das Erste, was den Leuten so auffällt. Warum muss das sein? Als das Anfang der 90er so zum Trend wurde, haben böse Zungen gesagt, naja, das riecht halt wie ein offenes Grab. Mhm. Und vielleicht ist gerade das, was es dann für die tendenziell ja doch zum morbiden neigenden, zumindest im äußeren Erscheinungsbild, Szenegänger dann attraktiv macht. Aha. Was ist dann dieser Reiz daran? Warum muss das sein? Warum treibt man sich gerne auf Friedhöfen rum? Warum umgibt man sich mit Kerzenschein und hat dieses Morbide irgendwie nah bei sich? Woher kommt das? Von meinem eigenen Erfahrungshintergrund als Teenager kann ich sagen, dass es der Reiz speziell von Friedhöfen in der Abgeschiedenheit und Ruhe gegenüber der Alltagshektik, dem Straßenlärm, dem Stadtleben liegt. Sich also auch die Zeit zu nehmen, sich mit
Dingen zu beschäftigen, die vielleicht im Alltagsleben einfach ein bisschen zu kurz kommen oder sogar systematisch verdrängt werden, weil sie tabuisiert sind. Stichwort Tod, Verfall, Vergänglichkeit, Vanitas. Was bleibt denn eigentlich von diesem, wie soll ich sagen, Auflehnungsaspekt, der vielleicht ganz am Anfang im Vordergrund stand? Für mich waren die Wafer der 80er und die Gothics der 90er eigentlich immer so die enttäuschte, desillusionierte Tochtergeneration der Hippies. Okay. Ja, die haben versucht, die Gesellschaft zu reformieren. Es hat nicht geklappt. Nee, nicht ganz. Oder nicht ganz, ja. Und ich glaube, dieses Moment der Desillusionierung und des Fatalismus hat dann die Tochtergeneration übernommen und weitergetragen und in eine für sie halt dann entsprechende Form umstrukturiert. Nun ist das Thema nationalsozialistische Inhalte in der schwarzen Szene auch immer wieder ein Thema. Da wird immer wieder drüber gesprochen, wird immer wieder der Vorwurf gemacht, die Nähe dazu wäre tatsächlich gegeben. Wie schätzt du das ein? In den 80ern waren es eben alles Katzen, schlachtende, leichenschändende Friedhofs-Satanisten. Gefährlich. Ja, fürchterlich, ja, Teenage-Okkultismus und so weiter. Ab den 90ern waren es dann halt alles Neonazis. Es ist sehr einfach, solche Zuschreibungen einer so heterogenen Gruppe aufzustempeln. Und gerade unter dem Toleranzgesichtspunkt, den die Szene ja auch einfordert, durch das exaltierte Auftreten und das ungewöhnliche Aussehen in vielen Fällen, da kommt man mit so Ausgrenzungsmechanismen, wie sie Rassisten praktizieren, nicht wirklich weit. Musik ist ein großes Thema in der schwarzen Szene. Was hat das für dich für einen Stellenwert und was hat das für einen generell für einen Stellenwert? Oder geht es wirklich eher um das Erscheinungsbild heutzutage? Es gibt eigentlich kaum eine popkulturelle Jugendkultur bis hin zu alter Musik und klassischer Musik und sagen wir mal, der europäischen Kulturgeschichte im Gesamten, die vor der Assimilation durch die schwarze Szene geschützt werden. Sie greifen sich alles bis hin zu Techno. Die werden assimiliert werden. So sieht's aus. Ja, Widerstand ist zwecklos. Ja. Und es stimmt. Auf kaum einem anderen Festival findet man so viele verschiedene Musikstile auf einem Haufen wie hier beim WGT. Von wuchtigem Deathrock über Klassik bis hin zu hippen Indie-Sounds. So ziemlich alles ist vertreten. Naja, vielleicht alles außer Gangster-Rap. Über 200 Bands an 4 Tagen, verteilt auf 40 Bühnen in der ganzen Stadt. Hut ab vor dem, der da nicht den Überblick verliert. Die Szene feiert alte Idole und neue Helden. Eine Band wird hier dieses Jahr besonders heiß erwartet, und zwar, weil man die nicht mehr so oft zu Gesicht kriegt als Fan. The Fair Sex sind das. Die hatten vor kurzem eine kleine Wiedervereinigung, weil sie ihr Bandjubiläum gefeiert haben, haben auch neue Songs mitgebracht, und wenn man die noch mal sehen will, dann ist man echt gut beraten, wenn man hier zum Wave Gothic Treffen in Leipzig kommt. Seit 30 Jahren stehen sie gemeinsam auf der Bühne. Sänger Mick Jung und Keyboarder Blonder. Pioniere des deutschen Gothic. Denn 1984 gründen sie eine der einflussreichsten Bands der schwarzen Szene, The Fair Sex. Als Musiker hatten wir einfach zu jener Zeit dieses Gefühl, die Schnauze voll zu haben von diesen, jetzt schon sagen wir mal, sehr etablierten und grau und langweilig und standardisierten Rockzeug wie Stones. Wir haben ja jahrelang Stones gespielt, ich war ein großer Stones-Fan, Jumpin' Jack Flash und so weiter, aber irgendwann merkte man, das hat jetzt nicht mehr diese Aussagekraft, nicht mehr für heutzutage. Mick und Blonder wachsen in Essen auf, mitten im Ruhrpott, umgeben von Industrieanlagen und den Relikten des Bergbaus. Perfekte Kulisse für einen düsteren, zornigen Sound. Und zugleich Spielplatz. The Fair Sex experimentieren mit industriellen Samples. Doch die müssen erst einmal gefunden werden. Wir sitzen quasi mittendrin. Wir haben sie draußen gesucht. Offen, Schrottplatz.
auf Gegenden wie Industriedenkmälern. Da, wo man mit einer Eisenstange gegen einen alten Laternenmast schlagen kann. So sind die Sounds damals entstanden. Doch nicht nur die Klänge der Schwerindustrie schaffen es in die Songs der Band. Die Experimentierfreude der 80er Jahre schien schier grenzenlos. Wir haben die Nummer Bushman im Studio gerade aufgenommen. Du kamst aus dem Klo und hattest diese fantastische Idee. Zu dem Beat des Intros, diese Klospülung. Wir sind ins Klo hineingegangen mit einem Mikrofon. Wir haben die Spülung betätigt, wir haben sie aufgenommen. Also frühe Experimente wie die Neubauten eigentlich. Haben dieses Sample genommen, haben es ins Intro des Songs Bushman gepackt und sind später davon ausgegangen. Das hat auch den großen Erfolg dieses Songs ausgebracht. Das war sie übrigens, die berühmte Klospülung. Das wohl außergewöhnlichste Experiment einer Band, die auf der Suche war nach etwas Neuem, etwas Eigenem. The Fair Sex fanden genau das auch in der Szene selbst, zu der sie nicht nur als Band, sondern auch als Fans gehörten. Seit 1984 ist die schwarze Szene gewachsen. Sie hat sich entwickelt. The Fair Sex blieben dabei, auch nach 30 Jahren. Die Szene vergisst nicht ihre Anfänge und vergisst nicht ihre Traditionen der 80er. Und die 80er sind irgendwie das goldene Zeitalter für diese Szene, weil dort wurden die meisten musikalischen Stilmittel erfunden. Eine ernstzunehmende Szene, ob jetzt musikalisch oder die Szene als solche, kennt ihre Wurzeln. Also kennen sie auch noch The Fair Sex vielleicht und sagen, hey Mensch, die waren ja auch in der Mitte der 80er schon dabei. Und dann könnte ein anderer sagen, ja. Und ein dritter könnte sagen, echt? Und dann könnten sie sagen, gut, dann gucken wir sie uns mal an. Schauen wir mal. Something you can trust. The more you watch, the less you know that you're where it's the task and you will bring. Yeah. And we got what it takes. Cyberbytes are shrinking life, contrary to casting systems till the big things. We can't stop it. Mindless winning food. Cyberbytes, not my soul. Cyberbytes, not my soul. Cyberbytes, not my soul. Wer einmal auf dem Wave-Gothic-Treffen war, der weiß, hier auf dem Leipziger Agrargelände schlägt das Herz der Szene. Hier wird gepostet, gefeiert und gezeltet. Und zwischen all dem Schwarzvolk bin ich hier definitiv das verrückteste Wesen, so normal wie ich aussehe. In der Halle hinter diesem Pärchen gibt es jedes Jahr einen riesigen und ziemlich exklusiven Klamottenmarkt. So ein bisschen wie ein Grufti-Kaufhaus. Hier gibt's Lack, Leder und alles, was sonst noch so quietscht. Und natürlich jede Menge Paradiesvögel. Hallo, ich muss Sie ansprechen. Jawohl. Sie sind eine sehr auffällige Erscheinung hier. Warum denn nur? Ist doch gar nicht so schlimm. Man darf ja eigentlich Menschen nicht nach ihrem Alter fragen, weil darf ich es trotzdem wagen? Na ja, etwas über 70 oder noch ein bisschen weiter. Wie lange sind Sie denn schon Szeneangehöriger? 16 Jahre. Das ist ja unglaublich. Das war eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Ist auch die schwarze Szene irgendeine Jugendkultur oder kann man damit halt auch wirklich richtig alt werden? Nee, da kann man auch alt werden, man muss noch einen Willen dazu haben, gell? Muss Interesse dafür haben. Ja. Also, Sie verschaffen sich einen Überblick und wir gucken uns noch mal dieses fantastische Outfit an. Ja. Wie teuer ist das, so ein Kleid herzustellen? Ich schätze mal um die 300 Euro, aber ich habe einen sehr günstigen Stoffmarkt. Okay.
Danke. Ja. Erzählt mal ganz kurz über den Beweggrund, warum ihr genau euch eben in solchen Klamotten präsentiert und nicht möglicherweise noch mehr schwarz oder vielleicht barock oder viktorianisch. Naja, weil wir einfach gerne unseren eigenen Stil pflegen möchten. Und ein bisschen was Extravaganteres ist auch natürlich auch immer sehr schön zu sehen. Vor allen Dingen, es gibt so viel Klamotten von der Stange und so, und da ist was Selbstgemachtes doch mal wieder was ganz anderes. Na dann, viel Spaß euch. Vielen Dank. Und hoffentlich wird es nicht zu warm, hä? Ja. Ja. Der Gothic-Markt ist einer der größten in Europa. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass das ganze Festival ursprünglich einer sehr spontanen Idee zu verdanken ist. Eine Geschichte, die man sich hier immer wieder erzählt, ist die Gründungslegende des Wave-Gothic-Treffens. Die Szene existiert ja schon seit den 80er Jahren, gab es also schon in der DDR-Zeit, wurde dann immer größer und eine kleine Party in Potsdam soll dann der Vorläufer für dieses riesige Wave-Gothic-Treffen gewesen sein. Jung und melancholisch. Statt Frieden und Sozialismus suchten Jugendliche in der DDR Anfang der 80er Jahre eine andere Heimat. Und fanden sie im Lebensgefühl expressiver Düsternis. Ja, und weil ich eben dazu anregen wollte, dass irgendjemand, der mich sieht, sich mal überlegt, warum laufe ich so rum? Was gibt es für Probleme? Ja, das ist ja auch der Spaß bei der Sache irgendwie dabei, dann verrückt rumzurennen, irgendwie anders rumzurennen als irgendjemand, so ganz normal und aussehen wie jeder und so. Dekadenz und Weltschmerz derart zur Schau zu stellen, den normalen Bürger stieß das ab. Es war eher schwierig, mit gestylten Haaren, gefärbten Haaren, geschminkt als Mann so rumzulaufen. Also das war, man war von der breiten Masse der Leute, auch auf der Straße, sehr, sehr misstrauisch beäugt als irgendwas, was stört. Ne? Und das war so eher das Thema. Aber dadurch, dass der Kreis immer größer wurde, hatten wir natürlich als schwarze Szene in der DDR auch ein Gemeinschaftsgefühl. Und wenn wir jetzt gemeinsam waren, hat uns das natürlich auch Vertrautheit und Sicherheit vermittelt. Ne? Michael Brunner, Jahrgang 1970, hier an einem der Ursprungsorte des Wave-Gothic-Treffens, dem Werk 2 in Leipzig. Aus einer katholischen Familie stammend, fühlte er sich seit früher Jugend von der dunklen Seite der Romantik angezogen. Er initiierte den Vorläufer des Wave-Gothic-Treffens, eine geheime Feier in Potsdam 1987. Spontan rief er zwei Freunde an und dann kamen plötzlich fast 200. Als der Zug einfuhr, erinnere ich mich noch, waren die Fenster auf und so die Haarprachten hingen da so raus. War ich sehr, sehr stolz darauf, weil irgendwie aufgrund meines Anrufs dort wahnsinnig viele Leute gekommen sind, von überall her. Und es waren auch Leute aus Halle da und aus Thüringen, aus Saalfeld, glaube ich. Und so, dass das dann vielleicht 150 Leute waren oder so. Das erste offizielle Wave-Gothic-Treffen fand 1992 im Leipziger Coney Island und hier im Mühlholzpark statt. Seitdem hat sich das Treffen Jahr für Jahr vergrößert, mit immer mehr Bands, Spielorten und Gästen. Bis zum Jahr 2000, als es Michael Brunner über den Kopf wuchs und er mit dem sogenannten Chaos-Festival in die Schlagzeilen geriet. Die chaotischen Verhältnisse sind teilweise entstanden dadurch, dass es eben hieß, die sind pleite, der Veranstalter ist pleite, die sind weg, der ist geflohen und mit viel Geld im Koffer. Und alles, was jetzt hier an Struktur ist, kann nicht mehr bezahlt werden. Und das brachte entsprechende Unruhe rein. Ich habe dann von diesen Gerüchten abends erfahren, als ich mir eine Dose Bier aufgemacht habe und draußen mich nicht aus dem Auto getraut habe, vor der Moritz-Bastei. Mich hat das auch eingeholt. Du stehst dann irgendwie plötzlich da auf der Titelseite von der Volkszeitung als jemand, der nicht mehr da ist. Ne? Das ist schon auch irgendwie seltsam gewesen. Ne? Konzerte wurden abgesagt, enttäuschte Fans fuhren nach Hause. Michael Brunner zog sich mit einer Insolvenz am Hals aus dem Geschäft zurück. Doch seine Idee ging nicht unter. Die schwarze Szene salonfähig zu machen und für viele Nuancen zu öffnen. Das hat sich bis heute erhalten. Und inzwischen gehört die schwarze Szene nicht nur zu Pfingsten in Leipzig dazu. But I can't live in the past.
Ob es Schupfnudeln wohl schon im Mittelalter gab? Wenn nicht, dann hat hier einer seine Hausaufgaben nicht gemacht. Denn mein Ausflug in die Tiefen der schwarzen Szene wirft mich im wahrsten Sinne des Wortes ein paar Jahrhunderte zurück und mitten hinein ins heidnische Dorf. Ein Paradies für jeden, dem das Schwelgen in den 80ern noch nicht retro genug ist. Schwertkampf. Honig, Met und historische Stichwaffen. Ob das gut geht? Naja, egal. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Schließlich bin ich nicht nur wegen Kampfkünsten und zünftigem Essen hergekommen. Ich bin jetzt hier im heidnischen Dorf und freue mich schon auf meinen nächsten Interviewpartner. Das ist Dr. Marc Benecke, einer der bekanntesten Gothics in ganz Deutschland, vor allen Dingen unter den Normalos. Und er ist Kriminalbiologe, kennt sich also mit dem Bösen und Dunklen im Menschen aus. Und ihn werde ich fragen, wie böse ein Gothic eigentlich sein wird. Hallo Marc, grüß dich. Ah, es wird abgeklatscht. Auch unter Gothics, ja? Na, unter Bunten ja auch scheinbar. Sehr schön. Gibt es denn vielleicht eine Erinnerung, die dich besonders prägt, die du mit dem Web-Gothic-Treffen verbindest? Ja, ich glaube, das ist für alle hier das erste Mal. Man kommt das erste Mal vorne aufs Agra-Gelände und auf einmal ist alles schwarz und alle sind normal und alles ist friedlich und schön. Aber ist das nicht gerade das Witzige irgendwie, dass man sich ja eigentlich abheben möchte von dem Rest der Gesellschaft möglicherweise und dann auf einmal doch wieder dieses möchte man große ja Gruppe? Man will die Familie dann doch? Das will sich ja gar keiner abheben. War früher aber doch so eigentlich, im Anfangstag. Also, vielleicht als das noch im Punk verwurzelt war und so, aber Groovies an sich sagen sich halt, ich bin wie ich bin und wenn die anderen anders sind, sind die anderen halt anders, aber das dient jetzt nicht so stark der Abgrenzung wie jetzt bei, denke ich mal, früher in den härteren Subkulturen. Ich sag nur Stichwort Satanismus, ich sag Vampirismus. Was sind das für Vorurteile, mit denen Gothics zu kämpfen haben in der Gesellschaft und was ist vielleicht auch dran aus deiner Erfahrung? Das gibt's schon auch, dass Leute sich wie in der normalen Gesellschaft für religiöse Strömungen interessieren. In der normalen Gesellschaft hast du halt Christen und Muslime und Juden und was weiß ich nicht was. Also ordnest du schon auf demselben Level eigentlich ein? Das ist auf demselben Level. Das ist halt irgendeine religiöse Strömung. Du kannst auch an Spaghetti-Monster glauben oder an sonst irgendwas. Also das ist halt, man glaubt halt an irgendwas Übersinnliches, was einem spirituelle Kräfte oder so gibt. Ne? Also du hast halt hier genauso eine Verteilung von ganz vielen verschiedenen Leuten wie überall sonst auch. Erotik ist auch ein Thema bei den Gothics. Fetisch spielt eine große Rolle, ist immer mal in Outfits. Hat das für dich jemals eine Rolle gespielt? Warst du da mal Teil irgendwie? Kennst du Leute, denen das so das Hauptaugenmerk ist? Ja, Umbra et Imago, das ist schon richtig, aber man muss dazu sagen, der Mozart, der Chef der Band, legt jetzt auch sehr, sehr, sehr viel Wert darauf, zu sagen, dass Sexualität und Gothic, dass das halt auch alles Rollenspiele sind und dazu dient sozusagen, seine Persönlichkeit nach außen darzubieten. Er ist wirklich ein Urgestein der Szene, ein absolutes Urgestein. Und seine Freundin ist auch super sexy und macht auch Kalender, wo sie nackt drauf ist und so. Aber es ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Also es gibt wirklich auch Viktorianer, die sich überhaupt nicht für sowas interessieren. Die Vampire haben auch wenig Überschneidung zu sexuellen Dingen. Also sexy gibt es auch in sehr vielen Ausprägungen. Was man aber festhalten kann, Umbra et Imago haben eine sehr explizite Show und die gucken wir uns jetzt mal an. Wer die richtig schillernden Figuren auf dem Weltgotik-Treffen sehen möchte, der ist genau hier richtig. Bei schönstem Wetter sind wir hier im Clara Zetkin Park bei den Neo- oder Schwarzromantikern. Die haben sich in ihre fantastischen Gewänder geworfen, bringen beste Manieren mit. Und wenn man sich das mal so anguckt, wie viele andere Leute hier noch dazwischen rumlaufen, dann weiß man auch, klar, die wollen wir zum Gucken haben, kriegen sie auch. Herzlich willkommen
zum viktorianischen Picknick. It might seem crazy what I'm about to say. Also du bist eher dunkelromantisch, du bist Steampunk, bei mir ist es wahrscheinlich eher Richtung Lolita dunkelromantisch, eine Mischung da draus. Also solange es dazu passt, ist es alles erlaubt. With the air, like I don't care, baby, by the way. Wir sind nicht verkleidet, genau, sondern wir ziehen das an, weil wir damit probieren, ein gewisses Lebensgefühl auszudrücken. Das Pferd kann nicht sprechen. Wir machen hier viktorianisches Picknick. Mache ich seit 1923 hier. Ich weiß auch nicht, wo die anderen alle herkommen. Das ist zum gleichen Teil Abhebung von der Masse und ein Verbindungsgefühl, das man sich als Gemeinschaft fühlt. Die Dame neben mir ist übrigens ganz absichtlich mit mir hier unterwegs. Wir sind nämlich verabredet zum Gespräch. Inga Siebert heißt sie, kommt aus Halberstadt und hat während ihres Studiums einen Film gemacht über die schwarze Szene und damit auch über sich selbst. Was ist für mich Gothic? Also es ist... Das ist der Versuch, sein Leben in so eine etwas diffuse, schwarze Ästhetik zu hüllen. Gothic bedeutet für mich Ausdruck und Eindruck. Ich denke, es ist schon ein sehr, sehr großer Bestandteil, diese gewisse Melancholie. Was, finde ich, mir am meisten auffällt, ist, dass Gruftis fast immer alleine tanzen. Weil man sich irgendwie in dem Moment sehr in der Musik fallen lässt, sich ziemlich in der Musik verschwindet einfach. Du hast diesen Film gedreht, Vita Nigra, um zu zeigen, wie deine Szene lebt. Warum hattest du das Gefühl, dass das nochmal notwendig ist? Mhm. Es gibt ja diverse Dokumentationen über die schwarze Szene und verschiedene Sparten oder meistens so als Gesamtes. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass eine davon wirklich den Kern trifft und wirklich das aussagt, was ich und viele Freunde von mir darüber denken. Mhm. Und habe mir dann immer Gedanken gemacht, so wie ich das machen würde. Mhm. Und bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, da mache ich halt eben selber mal eine. Wie ist die Szene? Man kann sich das jetzt natürlich oberflächlich angucken, aber was gehört da dazu? Also was ist so essentiell als Neoromantiker, als Schwarzromantiker? Speziell bei den Schwarzromantikern würde ich sagen, ist das ein sehr, sehr großer Hang zur Nostalgie. Mhm. Also jetzt nicht, dass wir uns unbedingt wünschen, in einer anderen Zeit zu wohnen, aber wir möchten halt eben die ganzen schönen Elemente in die moderne Zeit holen. Die Ästhetik spielt also wirklich eine große Rolle, das heißt ja. Die Mode. Jetzt gibt es ja Leute, die das für oberflächlich halten, die dann mhm. vielleicht sagen, naja, muss man dann jetzt irgendwie sich da so mit Tamtam berüschen und wie begegnet ihr dem? Findest du das auch manchmal? Siehst du das vielleicht mhm. bei Jüngeren manchmal auch, dass dir zu viel ist oder kann es gar nicht zu viel sein? Das ist das sehr Schöne an der Szene, es gibt kein zu viel. Ha? Es gibt einfach kein zu viel, es gibt kein zu groß, kein zu berüscht, kein zu viel Spitze, es ist nicht möglich. Mhm. Ja, also man kann sich halt eben so komplett frei ausleben. Aber ich würde es überhaupt nicht oberflächlich nennen, weil es ist einfach die Leute, wir haben immer so eine Art Idealwelt, die wir uns so schaffen. Mhm. Wir schaffen uns so ein ästhetisches Universum. Und es wäre halt eben nicht so perfekt und nicht so abgerundet, wenn die Klamotten dann nicht auch noch dazu passen würden. Okay, mhm. Das macht eigentlich Sinn.
Man merkt jetzt an der Art, wie du sprichst, dass es halt eben auch auf Manieren ankommt. Es geht auch darum, sich halt eben wirklich besonders ordentlich zu verhalten. Ja? Wie würde ich mich denn jetzt von dir verabschieden müssen, also angemessenerweise? Ach, ist das schon so mit Handkuss? Gibt's das bei euch in der Szene, ja? Das tatsächlich nicht. Das wird dann wieder zu einem Teil unauthentisch. Okay. Also es ist ja wirklich keine, ja, es ist ja tatsächlich keine Schauspielerei, aber man passt einfach auf, dass man nicht mit irgendwelchen prolligen Ausdrücken um sich wirft, weil das einfach nicht passen würde. Und so ein High Five ist dann auch nicht angebracht wahrscheinlich. Nein. Gut. Dann klemmen wir uns das. Ich sage vielen Dank, Inga Siebert. Mhm. Viel Erfolg weiterhin mit deinem Film. Und wenn wir uns jetzt hier umgucken, ja, dann sehen wir schon die wahrscheinlich schillerndsten Gestalten hier auf dem Wave-Gothic-Treffen. Aber ich glaube, nachts, da kommen noch ein paar Gestalten raus, die sind auch sehr sehenswert. Schließlich bleiben die Gothics, die Kinder der Nacht. Was wäre die Feier im Mondschein ohne den passenden Soundtrack? Die Anonymität und Einsamkeit in der Großstadt. Kaum ein Song der 80er brachte Themen wie Weltschmerz und Entfremdung so treffend auf die Tanzflächen des Szeneclubs. Ann Clarks, Our Darkness. Der Song wird zur Hymne der New Wave-Bewegung und macht die Musikerin zum Star. 1960 in London geboren, hat Ann Clark mit ihren Liedern die schwarze Szene entscheidend geprägt. Auch durch ihren ungewöhnlichen Stil. Zu elektronischen Beats rezitiert sie Texte von düsterer Poesie. We tore asunder, gone forever, the sense of wonder. Das hier ist jetzt eine Situation, um die mich extrem viele Besucher des Wave-Gothic-Treffens beneiden werden, denn ich sitze hier mit einer Ikone der New Wave-Bewegung. Ann Clark ist bei mir. It's very nice to have you here. Thank you so very much nice to meet you. Leipzig ist für dich keine fremde Stadt. Du bist schon ein paar Mal hier gewesen. Wie kommt das? What is the connection between you and the city? Well, it's a bit of a mystery, like my. Ja, das ist irgendwie ein Rätsel. Ich habe ja auch ein sehr enges Verhältnis zu Deutschland. Ich fühle mich hier eigentlich einfach mehr wertgeschätzt für meine Musik als in meiner Heimat England. Und in Leipzig habe ich einfach schon öfter gespielt und hier mit einem Kollegen zusammen auch eine meiner letzten Alben produziert. Ja, and also one of my collaborators on an album, Manuel Richter, is from living in Leipzig. What would you say is the, was würdest du sagen, verbindet deine Musik mit der schwarzen Szene? It's a very special one. And the dark scene. I don't know. All my life. Ich habe gar keine Ahnung. Ich strebe in meinem Leben eigentlich eher nach einer gewissen Leichtigkeit und bin immer ein wenig verwirrt, warum meine Musik von der Szene so absorbiert worden ist. Aber die Gothics sind sehr freundlich, egal wem ich begegne. Das sind tolle Menschen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht ist da eine gewisse Melancholie im Spiel. I don't know what it is. Maybe there's a little bit of melancholia or something in the work or. The style that you have is very unique. Du trägst deine Lieder ja auf ganz eigene Weise vor. Du singst nicht, sondern du rezitierst sie. Woher kommt das? Warum singst du sie nicht? Du hast ja möglicherweise eine sehr schöne Singstimme. Instead of singing. You might have a very nice singing voice as well. No, not really. Oh nein, auf gar keinen Fall. Ich kann nicht wirklich gut singen. Ich liebe einfach Musik und ich liebe Literatur und ich bin zu einer Zeit groß geworden, als Punkrock angesagt war und alles irgendwie zusammengemixt wurde. And where everybody was just mixing everything together. I grew up
Meine Vorbilder, das waren Patti Smith und Laurie Anderson. Also habe ich gedacht, ja, warum sollte man nicht Musik und Gedichte auf eine Art verbinden? Das gehört ja schließlich zusammen. Like you and your law. Like you and your law. Like you and your law and your leaving. Pumping into me, beating into me, crashing into me. Das Wave-Gothic-Treffen ist eindeutig was fürs Auge, wie man auch hinter mir hier ganz gut erkennen kann, aber auch für den Geldbeutel der Stadt. 4 Millionen Euro Umsatz macht die Stadt jedes Jahr mit dem Wave-Gothic-Treffen offiziell. Inoffiziell redet man sogar von 15 Millionen und das wäre dann die Größenordnung der Leipziger Buchmesse. Das ist ordentlich. Leipzig, eine ganze Stadt sieht schwarz. Das könnte auch ein guter Filmtitel sein. Und beschreibt ziemlich gut das Spektakel, das sich außerhalb des Festivalgeländes ereignet. Seit Leipzig kapiert hat, dass die schwarzen Gestalten nicht kommen, um alles in Schutt und Asche zu legen, feiert die Stadt das Wave-Gothic-Treffen mit Begeisterung. Die Szene weiß das zu schätzen. Im Schnitt gibt jeder Besucher hier pro Tag 150 Euro aus. Bei 20.000 Festivalgästen ein ziemlich lukratives Geschäft. Das schwarze Volk besucht Opern, Ausstellungen oder eben den Friedhof. Die Interessen sind so individuell wie die Szenegänger selbst und führen nicht selten zu echten Entdeckungen. Das gilt auch für die Musik des Festivals. Bestes Beispiel, die Band Hundreds aus Hamburg. Die spielen in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Wave-Gothic-Treffen und zeigen eindrucksvoll, wie auch szenefremde Bands jedes Jahr die Bühnen erobern. Also bei einem Festivalpublikum hast du eben oft, dass die Leute schon betrunken sind oder dass sie mit Unterhalten beschäftigt sind. Und das war heute eben einfach gar nicht so. Ich habe das Gefühl, die Leute haben sich wirklich drauf eingelassen und wirklich zugehört und gewartet, bis der letzte Ton verhallt war von jedem Lied. Und das finde ich sehr schön auf jeden Fall. Das könnte man auf diese Szene auf jeden Fall schieben, dass sie sehr leise waren, sehr gut zugehört haben und sehr interessiert an unserer Musik waren. Genauso bunt wie die verschiedenen musikalischen Acts hier auf dem Wave-Gothic-Treffen sind natürlich auch die Besucher. Die kommen aus aller Herren Länder, wie zum Beispiel Dan von Heul. Hallo. Herzlich willkommen. Ah, welcome. Danke sehr. You've come from all the du bist extra aus San Francisco angereist. Ja. Was hat dich zu dieser langen Reise motiviert? Such a long way, like all across the planet, to be part of this event. In the United States, Gothic music is very spread out. In den USA ist die Gothic-Szene nicht mehr so verbreitet.
Es gibt nur ein paar kleine Clubs, die diese Musik spielen. Und das Festival hier wird der Vielfalt der Szene wirklich gerecht. Es ist einfach fantastisch zu wissen, dass hier 20.000 Menschen die gleiche Musik hören wie man selbst. Das ist spannend. Und so bin ich hierher gefahren. Das erste Mal schon 2005. And I've been here ever since, yeah, every year? Jedes Jahr seit 2005 habe ich meinen Urlaub in Deutschland gemacht. Vor das BGT. So what is the scene in the United States like? Wie würdest du die schwarze Szene in Amerika beschreiben? Ist die ähnlich facettenreich wie hier oder ist das Wave Gothic Treffen auch eine Art zentraler Treffpunkt für Gothic Fans weltweit? Picture of the scene. What is fascinating for me is that wirklich faszinierend ist, dass das Wave Gothic Treffen ähnliche Strömungen der schwarzen Szene versammelt wie wir sie auch in Amerika. Aber so ein Festival wie hier gibt es bei uns because that's the nice thing about being gothic and coming to a festival is that it really makes genau das macht es so außergewöhnlich. Du kommst hierher und fühlst dich sofort als Teil von etwas Größerem, Schönerem. Und zugleich kannst du ganz du selbst sein. In a way that's the same as all the other individuals. Das findet man nicht so oft. So that's a feeling that you don't often get in society. That's right. And we have our own society in BGT. What would you say? How big is the role that American Was denkst music du? Wie wichtig ist der Einfluss amerikanischer Bands aus der Wave Gothic Szene auf deutsche Gruppen? How influential are they? They trade off and they influence each other. Die Bands beeinflussen sich schon gegenseitig und das ist auch eine gute Sache. Zusammen wachsen die Szenen schneller als jeder es für sich allein je könnte. Have a great BGT. Thank you. Enjoy. Es ist definitiv das größte Gothic-Festival der Welt. Und natürlich ist das ein Privileg für uns. Es ist total toll zu sehen, wie diese Musik, die wir mitgeprägt haben, zu etwas derart Spektakulärem geworden ist. Gibt's dafür einen Namen für diese Art des Genau, natürlich brauche ich ein Mikro. Gibt's dafür einen Namen für diese Art des Dresses quasi? Naja, es drückt sich eigentlich jeder im Prinzip ja anders aus mit seiner Kleidung. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich überlege mir immer wieder was Neues und so weiter. Ich wollte jetzt mal mehr so in die Richtung Dämon gehen. Mhm. Und hat geklappt. Ich, ja, danke schön. Ja, einfach halt ein bisschen Make-up und eher so düster, so wie Dämonen einfach sind. Einfach schwarz, düster, frisch aus der Hölle. Aha. So. Ja, ja, das hat wunderbar funktioniert. Ist es bei dir ähnlich? Ja, würde ich eigentlich auch so sagen. Es ist halt einfach, jeder kann seine Kreativität irgendwie ausdrücken. Es sieht nicht jeder gleich aus. Man merkt es auch an den verschiedenen Leuten. Es kommt auch, verschiedene Generationen treffen da aufeinander. Jeder hat da noch so ein anderes Bild davon und das ist eigentlich das Gute dran. Man genießt das doch auch, oder? Die Aufmerksamkeit einmal im Jahr? Auf jeden Fall. Also das ist schon definitiv immer das Highlight so im Jahr, das WGT. Dann kann man zeigen, was man hat. Sehr, sehr gut. Das war's vom Wave Gothic Treffen Nummer 23. Ich bin Wiebke Binder und habe eine Menge interessante Leute kennengelernt. Von Stammszene-Gängern, die schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind, bis hin zu Leuten, die hierher kommen, um sich einfach mal auszudrücken und einfach mal verrückt zu sein, Kostüme, die sie ein Jahr lang geschneidert haben, vorzuzeigen. Es war sehr spannend. Nächstes Jahr gibt's die Nummer 24 und ich glaube, da bin ich wieder dabei.